Eine Information, die viele Menschen aktuell fassungslos macht, ist die, dass der mutmaßliche Täter im letzten Jahr schon hätte abgeschoben werden sollen. Können Sie das bestätigen? Ich hoffe jedenfalls, dass es auch der richtige Täter ist und uns hier keine Fake-Stories erzählt werden. Denn so wie ich das verstanden habe, soll sogar ein Hubschrauber der Cops im Einsatz gewesen sein. Und haben die da eigentlich keine Wärmebildkameras, dass das niemand aufgefallen ist, dass da im Hinterhof einer gesessen hat? Oder habt ihr etwa auch alle flugfähigen Hubschrauber mit Wärmebildkameras schon dem Kleinen in Kiew geschenkt? Dann soll der 26 Stunden in einem Hinterhof gesessen haben, dann rausgekommen sein und sich einfach so den Cops gestellt haben. Schon allein das macht mich ein wenig stutzig. Sie wünschen sich Unwissenheit. Ja, die Kenntnis habe ich auch. Warum wurde er da nicht abgeschoben? Ja, weil die Abläufe so sind, wie sie sind. Der ist nicht aufgefunden worden, als er abgeschoben werden sollte. Und dann hat das ganze Verfahren seinen Lauf genommen. Das wird jetzt nicht genau angeguckt. Ich glaube sogar, dass da gar keine Fehler gemacht worden sind, sondern dass das ein sehr kompliziertes rechtsstaatliches Verfahren ist. Das kann man sich alles hier nicht mehr ausdenken. Was soll denn daran jetzt alles so kompliziert sein? Und selbst wenn es kompliziert wäre, was es für dich sicherlich ist, könnte man das ja erleichtern, indem man sie alle in Abschiebeknäste packt. Du bist wahrscheinlich auf dem linken Auge blind. Aus mir wäre ein cooler Bulle geworden. Bei uns wird eben alles exakt rechtsstaatlich gemacht und das ist richtig. Aber es führt eben zu solchen Vorgängen wie jetzt und die werfen Fragen auf, zu Recht. Ja, aber mittlerweile ist ja auch rausgekommen, dass er nur einmal da war. Vielleicht war er ja ein Schweineschnitzel kaufen. Dann hätte man vielleicht einfach mal die Tür aufbrechen sollen, mal da reingehen sollen. Vielleicht ist er ja einfach da gewesen und hat sich nur nicht gerührt. Oder man hätte ihn einfach überwachen sollen. Irgendwann wäre er nach Hause gekommen. Merkst du selber, oder? So kompliziert ist das Verfahren gar nicht, weil Deutschland und Bulgarien sich geeinigt haben, dass er zurückgeführt wird. Es gab wohl auch schon einen Termin für die Rückführung. Wenn es schon einen Termin für eine Abschiebung gibt, dann sollte auch diese Person sofort in Haft kommen, damit er natürlich nicht abhaut. Dieses Phänomen ist nicht erst seit letzter Woche bekannt, dass die Leute ständig abhauen. Oder braucht ihr etwa diese Plätze für GEZ-Verweigerer? Das ist eine heikle Frage. Sie haben recht, es heißt, er sei abgetaucht, dann ist er aber wieder in Solingen aufgetaucht und hat ja dann auch noch in Solingen subsidiären Schutz bekommen. Hier würde es mich natürlich auch wieder nicht wundern, wenn der in Solingen aufgetaucht wäre und hätte gesagt, hier, ich brauche Schutz, ne? Die in Bielefeld, die suchen mich, ich werde verfolgt. Hahaha, der blanke Hohn. Nun bin ich für den Bereich nicht zuständig, deswegen bin ich vorsichtig in der Bewertung und sage es nur mal vorläufig. Ein NRW-Innenminister, der nicht zuständig ist für NRW, das gibt's natürlich auch wieder nur hier in Absurdistan. Skandal! Der ist nach rechtlichen Kriterien, glaube ich, nicht abgetaucht, sondern er war an dem Tag nicht da. Das glaubt er. Nochmal zum Verständnis, das ist der Innenminister von NRW und er glaubt es nur. Aufklärung! Wegsperren, aber ganz schnell. Ansonsten war der. Wie oft hat man denn nachgeschaut, ob er da ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er war an dem Tag nicht da. Unfassbar, was weißt du eigentlich bei 7000 Euro Gehalt im Monat? Oh Mann. Er war aber ansonsten in der Einrichtung. Damit gilt er nicht als abgetaucht. Und das ist für die Bewertung, wie man mit ihm umgeht, offensichtlich ein Kriterium gewesen. Aber passiert denn sowas häufig, Herr Roll? Weiß ich nicht, ich bin nicht immer dabei. Ich kenne die Fälle ja auch gar nicht, kann ich hier nicht beantworten. Das weiß er auch nicht. Das ist ja die Härte hier. Das ist wirklich die Härte hier. Man weiß gar nicht, was man wirklich sagen soll. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was ich jetzt hier dazu überhaupt kommentieren soll, weil eigentlich fallen einem da nur nicht ganz so nette Wörter für euch ein. Wenn ich das jetzt alles sagen würde, was ich gerade über dich denke, dann wäre, glaube ich, Bushidos Liedtext ein feuchter Furz dagegen. Aber dass wir insgesamt bei den Abschiebungen, dass das kompliziert ist und nicht so einfach geht, wie wir denken, stimmt. Übrigens nicht nur die Seite derjenigen, die abschieben, sondern Sie haben eben die internationalen Zahlen genannt. Das hat auch viel damit zu tun, dass andere Staaten in Europa manchmal auch das eine oder andere Erschwernis einwerfen. Und deswegen, es gibt auch Gerichtsentscheidungen, die sagen, du kannst nicht abschieben, wenn das und das ist. Diejenigen, die abschieben hier in dem Fall, sind das Land und lokale Behörden, richtig? Nein, am Ende schiebt der BAMF ab. Die sind zuständig fürs Verfahren, nach meinem Kenntnisstand. Nach meinem Kenntnisstand? Das hört sich ja schon wieder so an, als ob du das gar nicht weißt. Was weißt du eigentlich? Was wisst ihr überhaupt? Hör auf, mich anzuöden. Nach meinem Kenntnisstand werden Abschiebungen vom Land Nordrhein-Westfalen und von lokalen Behörden durchgeführt. Ja, aber im Auftrage. Und das heißt, die realisieren, aber... Okay, sagen wir, in 6 Monaten oder
in 18 Monaten, das muss geklärt sein, die man dann Zeit hatte für diese Rückführung, ist das nicht gelungen? Warum wird trotzdem jemandem subsidiärer Schutz gewährt, der eigentlich abgeschoben werden sollte? Fragen Sie doch diejenigen, die das gemacht haben. Fragen Sie doch diejenigen, Richter, die Entscheidungen treffen, warum Leute nicht abgeschoben wurden. Ich kann mir einfach zahlreiche Fälle erlegen, wo Gerichte entschieden haben, es wird nicht abgeschoben aus den und den Gründen. Weil das Gesundheitssystem in dem Land, in dem abgeschoben wurde, nicht ausreichend ist. Oder weil man die Gefahr hat, dass in dem Land der Mensch verelend, weil er kein Einkommen hat. Ich kann mich ja immer nur wiederholen jetzt in diesem Video hier gerade. Ist das zu fassen? Der weiß nichts. Fragen Sie doch den, fragen Sie doch dort, fragen Sie da, keine Ahnung. Syrien ist Nachbarland von der Türkei. In der Türkei ist, glaube ich, kein Krieg. Warum können die nicht einfach in die Türkei gehen und sich jetzt plötzlich dahinstellen und sich über diese Richter aufzuregen, die so geurteilt haben, was ihr vorher immer so gefeiert habt. Ein rechtsstaatliches Urteil und das ist toll, ihr Bahnhofsklatscher. Ich glaube sogar, dass es da einige geben würde, die sagen würden, was ihr macht, ist kriminell. Ich würde sowas selbstverständlich nicht behaupten. Dieses Land wird von Idioten regiert. Hat euch dieses Video ein wenig gefallen haben, lasst mir doch ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Hölle, vielleicht alles auf einmal. Bis zum nächsten Video. Bin ich übersensibilisiert oder liegt ein Gewitter in der Luft?